Willkommen, liebe Clasher-Bei mit dem Thorsten Katoto beim Clan True Warriors. Ja, Folge heißt Frust oder Lust oder Frust, je nachdem. Was mich aber auch interessiert, spielt ja eigentlich diese Events hier mit. Es gibt ja den Ein-Game-Birthday-Boost, also 3 Tage, 22 Stunden noch. Den nutze ich hier in diesem Dorf gar nicht. Bei meinen anderen RH9er, da booste ich, glaube ich, auch nur die dunklen Bohrer, weil mir da ja noch so ein paar Heldenlevel fehlen und mehr nicht. Und die Barbarian-Party hier, das Event mit den Barbaren ist ganz witzig. Mal gucken, wie sich die Truppe so schlägt. Aber mehr Lust als Frust ist diese Base hier. Das ist, also ich finde, es ist wirklich ein leidiges Thema, wenn man hier etwas reißen will, denn du kriegst fast immer, ich hätte fast gesagt, ist ja mal ein Fünfer, aber ist wieder ein Sechser. Also ist ganz, ganz komisch. Und dann immer hier gegen 3, und der ist vor allen Dingen gut ausgebaut, gegen 3 Bogenschützentürme hier anzutreten, gegen die Luftabwehren. Also es ist immer bockschwer hier. Ich nutze im Moment Lufttruppen, obwohl ich gleich auch mal Bodentruppen, glaube ich, nutze. Nur da weiß ich auch überhaupt nicht, wie ich mich gegen 2 Zerschmetterer hier durchsetzen soll. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht an der Stelle gemacht mit Bodentruppen, weil das kann ich überhaupt nicht. Deswegen versuchen wir mal hier, dass wir hier über die gerade Front reinkommen, auch wenn ich jetzt gleich nicht mehr so viele Drachen in Wut habe. Das ist nicht so schlimm. Dafür macht es jetzt hier die Masse, aber auf der rechten Seite kommen natürlich jetzt schon die Luftbomben und ich muss jetzt irgendwo hier, setze ich mal meinen Helden rein, dass der mir da ein paar Prozente holt. Das Rathaus, die Bauarbeiterhütte könnte, na, fällt die noch? Schaffen die Lakis das? Jawohl, sie schaffen wenigstens die Bauarbeiterhütte. Das sind hier zwar jetzt nette 2 Sterne, aber das ist einfach zu wenig an Prozenten. Denn ich denke mal, wenn das jetzt schon ein 6er Gegner ist, dann wird er in jedem Fall, und auch mit so einer guten Base, wird er in jedem Fall einen starken Helden haben und auch, denke mal, starke Truppen haben. Aber mal sehen. Wir haben hier in Hinterhand noch den Lakaien hier, der den Helden hier jetzt noch so ein bisschen unterstützt. Und wir sehen, der Brutzer macht dann auch nur diese Einzelschaden, macht also keinen Flächenschaden, glaube ich. Ich weiß es noch gar nicht, was der überhaupt für einen Schaden macht, aber 68%. Ich glaube, das wird an der Stelle nichts. Müssen wir mal gucken. Oh, wir können sogar zugucken. Das ist natürlich auch super. Mal sehen, ob da mehr als 68 drin sind an seiner Seite. Beziehungsweise an meiner Seite. Das sieht nach mehr Prozenten aus, ja. Ich habe es ja gesagt, voller Held hier. Und hat aber auch die Truppen, die ich auch habe. Das heißt, ich habe die Bomber noch nicht auf 10, aber ich habe die Barbaren auf 10. Und vielleicht geht ja mit denen was. Die habe ich noch nie benutzt. Müssen wir mal gucken. Deswegen, wir springen jetzt mal hier in das andere Dorf rein. Und ich suche uns, denke ich mal, fixen Gegner und dann mal einen kurzen Cut. Oh, hoppla. Auch sowas passiert mir immer wieder, komischerweise, in der Titan League, dass hier mal so ein RH9 auftaucht. Und da wir das Event ja sicher gewinnen wollen, machen wir den auch einfach. Da bin ich ganz, ganz schmerzlos. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diese Barbaren da einsetze, aber ich würde sagen, wir gehen mal von hier mit dem Queen Walk vor, dann haben wir nämlich gleich die Clanburg hier schon und können eigentlich mal gucken, was da rauskommt. Ah, oh, naja gut, ein Hund. Oh, ein Hund. Okay. Okay, da kommt ein Hund raus. Ja, ist nicht so schlimm. Wir nehmen mal den Magier hier jetzt ein bisschen zur Unterstützung, im Backhand sozusagen. Und lassen den erstmal aufplöppeln. Ja, ein bisschen Gift halten wir mal bereit. So, wo nehmen wir das Gift? Hier oben nehmen wir das Gift mal. Also alles nicht so schlimm. Die Clanburg haben wir gelockt und jetzt auch erledigt. Jawohl, jetzt müssen wir die mal rätschen, dass hier mal ein bisschen vorwärts geht. Sonst geht mir das doch ein bisschen zu behende hier los. Was habe ich in der Clanburg? Oh. Eieiei, da habe ich einen Tank drin. Also, ich habe hier einen Tank drin. Das ist natürlich krass. Und jetzt hauen wir die hier mal rein. Die Jungs hier, King dabei. Und ein paar Bola. So.
Und da muss das hier jetzt mal durch diese Base hier gehen. Und ich glaube, die Walküren, ja, die setze ich gleich ein. Die Walküren setze ich gleich ein. Und wir ziehen hier hinten schon mal einen Sprung durch. Die Queen kommt da gar nicht durch da. Oh, was macht denn die Queen da? Mann, Mann, Mann. So, die sollen jetzt... Oh, mein King. Mein King wäre mir fast gestorben. So, jetzt muss es hier aber mal ein bisschen zügiger durchgehen. Das sieht noch ganz gut aus. Mal gucken, wo wir unseren Frost ansetzen. Ich glaube, den nehmen wir mal hier hinten für die beiden Kanönchen. Die macht da am meisten Aua. Aber sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Okay, das war jetzt natürlich wieder ein Neuner. Aber ist nicht so schlimm. Da sind ein paar Ressourcen und ich kam da Level 1 Barbaren raus. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es gar nicht gesehen jetzt eben, was da rauskommt, wenn die Ramböcke kaputt sind. Aber ich glaube, es war ein Level 1 Barbaren. Ja, da kannst du natürlich nicht so viel mitmachen. Also dann nehmen wir mal auch echt nur 5 mit, anstatt dass wir da mehr nehmen. Und das reicht dann auch. Denn da hat natürlich keiner von überlebt. So, 100%. Ja, haben wir ein paar Pokale gemacht. Ein bisschen Lot. Ja, reicht. Reicht mir. Und dann springen wir wieder in das komische Bauarbeiterdorf hier. Ich baue die mal exakt nach hier. Habe ich sie denn da auch wieder? Ja, da habe ich sie auch drin. Also passt. Dann nehmen wir jetzt wieder hier einen Schwung in der Bauarbeiterbase. Ich habe sogar noch 2 Angriffe offen. Das Komische ist, immer wenn ich eigentlich diese Bonuspunkte oder den Bonuslot nicht bekomme, dann bin ich immer unter 2400 oder etwas drüber, gerade so drüber bei 2400. Wenn ich sie nicht habe, dann kletter ich komischerweise bis auf 2,6 hoch. Also auch das ist immer ganz, ganz komisch, dass es leider immer so bei mir ist. So, mal gucken. Ja, fehlt uns jetzt der Drache. Also der King sollte jetzt hier nur so ein bisschen ablenken. Ach, wir haben auf der Seite den Brutzer. Mist. Naja, ist nicht so tragisch. Mal gucken, ob wir trotzdem Richtung Rathaus kommen jetzt. Sind wir jetzt ein bisschen über die Ecke gekommen, aber mal sehen, ob wir da nicht jetzt doch noch an das Rathaus kommen. Aber die Luftbombe steht sehr, sehr gut direkt hinterm Rathaus. Das ist natürlich mal blöde für Lufttruppen. Und ich denke mal, das werden meine Lakaien an der Stelle nicht schaffen. Naja. Okay, aber war... Was auch anders. War natürlich ein Sechser. Ne? Und die Base war... Ja, mal gucken, was er zu bieten hat. Manchmal schaffen die meine Base dann auch nicht. Aber ich denke mal, bis zum Rathaus ist bisher jeder gekommen. Oder so ziemlich jeder gekommen. Und deswegen glaube ich, dass er hier auch... Oh, das dauert auch wieder länger... auch wieder seinen Stern macht, beziehungsweise seine 2 Sterne macht. Also ich will gar nicht reingucken, aber ich gucke jetzt rein und gucken wir mal, was mein Gegner macht. Und ich sehe das Rathaus nicht mehr. Das heißt, er hat auf jeden Fall etwas mehr gemacht. Also er an Prozenten nicht, aber leider an Sternen. So ist das. Was hat er gehabt? Auch nur ein Held auf 1, okay. Die Barbaren schon auf 11. Ja. Ich wollte ja eben die Barbaren nehmen und ja... Ich glaube, die bilden wir jetzt auch mal aus. Wir wechseln die Ausbildung jetzt nicht, sondern wir lassen die mal durchbauen. Und dann wechseln wir unter Umständen mal auf Fußvolk. So, kleiner Zeitsprung. Wir brauchen ja keinen Gegner hier großartig suchen, sondern können sofort wieder weitermachen. Und mal sehen, was wir hier finden. Leider können wir natürlich auch nicht überspringen. Aber das riecht jetzt mal nach einem 5er hier. Ah nee, das ist auch ein 6er. Oh, super. Ja, sieht man hier unten schon an den beiden Zerschmetterern. Und natürlich auch am Brutzler da. Aber wir nehmen hier ruhig, glaube ich, die Front von vorne. Müssen wir mal gucken, wie wir am einfachsten jetzt vorgehen. Dass wir nicht ganz so verbrannt werden, beziehungsweise das muss letztendlich unser Tank machen. Deswegen gehe ich hier mal jetzt etwas piano vor. So, da ist der Held. Und damit wir überhaupt jetzt in diese Base hier reinkommen, mal schauen. Mit den Lakaien geht das eigentlich ganz gut. Ich wollte ja eigentlich mit Boden angreifen, aber ich weiß nicht, wie ich mich mit Boden hier wehren soll. Muss ich mal wirklich so sagen an der Stelle. So, wo ist es ein bisschen enger? Ich glaube, auf der Ecke ist es ein bisschen enger. Das sieht aber noch ganz gut aus. Zweite La ist gleich auch unsere. Dann hat er hinten noch die Bogenschützentürme und die Doppelkanone glücklicherweise im Ausbau. Mal sehen, ob wir die Meisterhütte hier mitnehmen. Müssen die Lakaien immer von hinten machen. Schaffen sie auch. Sieht noch ganz gut aus. Und gucken wir mal,
wie weit sich unser Held hier jetzt durchschlägt. Ah, der schlägt jetzt auf die Mauer, okay. Ja, und da das schon eine Level, ich glaube, es ist eine Level 3 oder 4 Mauer, dauert das auch ein bisschen länger. Und, ah, okay, mein Lakai oder die beiden Lakaien haben immerhin noch den Bogenschützenturm geschafft. Schaffen jetzt noch die Post, ist das, glaube ich. Also im Englischen heißt es Post, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißt. Und das war's. Okay, das war's. 65% ist wenig, ist wieder wenig. Ja, aber wir haben gewonnen, hurra. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Da gucken wir mal, wie sich bei mir so ein Sechser schlägt. Oh, okay, mit was hatte der? Mit Fünfer Held. Und ich gucke mir ja immer gerne die Wiederholung an, um vielleicht ein bisschen baulich was zu verändern an meiner Rollerbase hier. Eigentlich ist die ja nicht zu schlagen, aber ist natürlich ein Scherz. Jede Base ist zu schlagen, die sowieso. Hier gebe ich mir auch nicht wirklich Mühe, muss ich sagen. Aber mal gucken, ob wir was umstellen können. Bis hierhin sah es eigentlich noch ganz gut aus. Okay, jetzt hat er die Fallen mit seinem Kleinzeug ausgelöst und geht jetzt mit dem King hier und mit Riesen hier vor. Ja gut, die Masse an Riesen. 2, 3 Bogenschützen noch dahinter. Das ist ganz gut. Den Mörser hier habe ich jetzt auch schon, den Multimörser habe ich jetzt auch schon auf Level 2. Beziehungsweise, nee, auf Level 3 ist der bei mir, glaube ich. Mal gerade mal nachgucken. Der ist noch auf Level... Ah doch, der ist auf 3. Der geht auch nicht höher. Ich habe die Lager jetzt auch schon ausgebaut, damit ich auch die teuren Sachen bauen kann. Das sind dann nämlich am Ende, glaube ich, hier der Zerschmetterer und auch die Luftbombe. Ich weiß nicht, ob der Tesla auf 6 geht, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachschauen. Und wir machen aber, was baue ich denn eigentlich im Moment aus? Ich baue ja gar nichts aus. Ich spare auf einen dieser teuren Sachen hier. Nur mal gucken, welchen wir dann nehmen. Und forschen tue ich im Moment die Bogenschützen. Also können wir ruhig den Boost hier schon mal anschmeißen. Dann haben wir wenigstens das Sternenlabor geboostet und können in Windeseile hier wieder angreifen. Okay. Ja, an Clankrieg spielen wir im Moment einen ganz, ganz kleinen Clankrieg, nämlich einen 10er. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Aber wir wollen hier mal weitermachen und wieder, ihr seht's. Ja, also jede Suche hier ist ein 6er. Also ist immer ein Treffer. Du findest immer einen Gegner. Das ist eigentlich das Schöne. Aber, oh, schwer. Echt schwer, echt schwer. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir hier vorgehen können. 2 Zerschmetterer. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Deswegen, ich bleibe bei den Flugtruppen hier. Hier hinten können wir schon mal 1% mitnehmen. So, da raus und dann müssen die es jetzt so ein bisschen reißen hier. So, gehen wir hier mal vor. Dann haben wir hier hinten noch keinen großen Drachen. Ah, nein, ich habe ja die Bombe auf der Seite. Scheiße. Ach, ich glaube, ich lasse mir mal einen Lucky offen hier. Ah, Mist, Mist, Mist. Und die andere La ist natürlich noch genau auf der anderen Seite. Okay, mal gucken. Die gehen jetzt auf die Luftbombe. Oh, nee. Oh, Mist, Mist, Mist. Ah, das war ein Fail. Das war ein Fail. Das war ein Fail. 40%. Okay, 42. Mal sehen, ob wir wenigstens die 50 schaffen. Jetzt kommt auch schon der Brutzler von hinten. Und der Tesla. 48. Oh, nee, das packen die nicht mehr. Nein, das wird nichts. Das war ein Fail. Das war leider ein Fail. Mist. Naja. Ich glaube, da brauchen wir uns den Gegner auch gar nicht angucken. Der wird in jedem Fall mehr als... Nein, nein. Oh Gott, was macht der? Ah, was hat der gemacht? Alter, cool. Ei, da wollte ich rein. Ich wollte in die Wiederholung. Oh, was hat denn der gemacht? Das gucken wir uns jetzt noch an. Und wie ist er denn hier vorgegangen? Okay, mit Maueraufsprengern, also mit den Bombern. Und dann natürlich gegen den Zerschmetterer. Das ist ein hartes Ding auch. Mit dem Helden, der ist erst auf 2. Ist das schon knackig. Also da, okay. Da ist er nicht von der richtigen Seite reingekommen. Da muss er von der anderen Seite rein. Das muss ich ihm mal sagen. Das geht etwas besser. Also von der Seite ist das schon etwas schwieriger. Also super gewonnen hier. Wir haben unseren Sternbonus. Der dauert jetzt auch sicherlich wieder etliche Stunden, bis ich ihn habe. Ja, 13 Stunden. Haben ein bisschen was gemacht, könnten was ausbauen. Aber ich habe ja gesagt, ich spare erstmal auf eine Dev und wollte euch einfach nur auf den Laufenden halten hier. Von mir im Nachtdorf, mit mir, dem
Thorsten. Bye bye.